Hallo ihr Lieben, ich grüße euch an diesem wunderbar verschneiten Sonntag. Wer nicht raus muss, hat Glück. Ich musste den Weg zu den Futterstellen der Vögel freischaufeln heute früh. Mein Mann ist nicht da. Das war wunderbar. Es ist windig, es bläst den Schnee in alle Richtungen und ja, traumhaft. Also, besser drin bleiben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe gelesen in den Nachrichten, dass es bei euch kalt geworden sein soll. Ob es Schnee gibt oder gab, weiß ich nicht. Ich gucke nicht fern, ich kriege nicht viel mit. Ja, nächstes Thema. Heute geht es um Eat Lancet. Also Eat, E-A-T, wie Essen. Lancet, wie die wissenschaftliche Publikation. Aber ich glaube, damit hat es nicht so richtig viel zu tun. Mitte Januar gab es da Schlagzeilen, das ging durch alle großen Sender und Kanäle und Tageszeitungen, also BBC, CNN, Yahoo News, Sky News und Tageszeitungen. In Europa weiß ich nicht, inwieweit das aufgegriffen wurde, aber in den USA auf jeden Fall. Es ist wieder mal eine riesige Propagandabewegung, die in die Richtung Welternährungsrichtlinien geht. Man will uns mal wieder sagen, was wir essen sollen. Das kennen wir ja irgendwoher, ne? Hatten wir in den 70er Jahren und was dabei rausgekommen ist, das sehen wir jetzt. Übergewicht, Fettleibigkeit, Zivilisationserkrankungen, so viele wie nie zuvor. Und jetzt machen wir das Spiel zum zweiten Mal. Und ich mache dieses Video, um euch darauf aufmerksam zu machen, dass ihr euch gut überlegen solltet, ob ihr diesen Unsinn mitmacht. Ja, ich sag's mal gleich, es ist völliger Unsinn. Aber es wird so verkauft, als ob es eine tolle Geschichte ist, weil es den Planeten rettet. Ne? Wieder mal. Was dahinter steckt, sind die Lebensmittelgiganten, die 10 großen Firmen, die den ganzen Weltmarkt beherrschen und ihre Unterfirmen und deren Unterfirmen, die letztendlich alle zu diesen 10 Lebensmittelkonzernen gehören. Weiterhin sind dabei Pharmaunternehmen, die freuen sich über kranke Leute, ne? Denn da kann man seine Medikamente gut verkaufen. Und die Chemiekonzerne, Monsanto, Bayer, ne? die Dinge herstellen, die auf die Pflanzen gesprüht werden, damit nur die wachsen sollen. Aber das funktioniert ja auch nicht so, wie es soll. Aber das sind die, die Interesse daran haben. Also alle Firmen, die etwas mit Pflanzen zu tun haben und deren Wachstum. Und es geht nicht um unsere Gesundheit, es geht nicht um den Planeten, es geht nur um Umsatz und Gewinne. Ja, so, macht euch drauf gefasst. Ich mache das Video, um euch jetzt schon mal darauf aufmerksam zu machen, denn das wird in den kommenden Wochen und Monaten verstärkt durch die Medien gehen und es wird so dargestellt, als ob es der Weisheit letzter Schluss wäre und die einzige Möglichkeit, die Erde zu retten. Der bisherige Unsinn, also der aus den 70er Jahren, der verliert langsam seine Wirkung, ne, dass Getreide gut für die Gesundheit ist und da muss jetzt was Neues her, also kommt wieder ein erhobener Zeigefinger. Wir zerstören mit unserer Ernährungsweise den Planeten, was völliger Unsinn ist. 70% aller landwirtschaftlich nutzbaren Flächen der Erde können nicht für den Anbau von Lebensmitteln genutzt werden. Also sei es Getreide, Gemüse, Obst oder was auch immer. Es sind eigentlich Brachflächen. Und das Einzige, was man damit machen kann, ist Tiere darauf grasen lassen, denn die kommen mit dem zurecht, was da wächst. Diese Flächen sind riesig, da könnte man riesige, riesige Herden drauf halten, aber das müsste man natürlich organisieren und das ist mit Arbeit verbunden. Ne? Da müsste man wieder Leute einstellen, die aufpassen, dass die Zäune nicht kaputt sind und dass die Tiere da bleiben, wo sie sind und so. Ne? Und ja, das sind Kostenfaktoren, die will man nicht. Und die Transportkosten sind höher und. Es würde eine tiergerechte Haltung ermöglichen, weil die Tiere sehr viel Platz hätten. Sie hätten ihre natürliche Nahrung. Sie wären in der Natur bis zu dem Tag X, an dem sie dann möglicherweise geschlachtet werden.
Aber das ist nur ein schlechter Tag in einem Leben. Und ich glaube, das kann man vertreten, wenn die Tiere sonst wirklich alles haben, was sie in der Natur hätten. Ich werde dann noch einen Videovortrag verlinken von dem Alan Savory. Ich glaube, so spricht man das aus. Savory, Savory, keine Ahnung. Der das auch ausprobiert hat. Also der hat verwüstete Gegenden wiederbelebt sozusagen, indem er dort Tiere hingebracht hat, große, große Herden von Tieren, die aber nur eine bestimmte Zeit lang an einer Stelle bleiben und dann immer wieder an eine andere Stelle verbracht werden. Und das funktioniert. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, das würde sonst zu lange dauern. Es wird uns vorgeworfen, dass wir mit der Ernährung, mit unserer Ernährung, also mit, vor allem mit dem Konsum von Fleisch, die Treibhausgase in die Höhe treiben. Aber die meisten Treibhausgase werden von nur 100 Unternehmen produziert. Die größten Containerschiffe produzieren mehr CO2 als alle Landfahrzeuge zusammen. Autofrei leben, nur mal um da mal ein Rechenbeispiel zu machen, bedeutet 2,4 Tonnen CO2-Einsparung pro Jahr. Grüne Energie nutzen reduziert die Treibhausgase um 1,6 Tonnen CO2. Ein Transatlantikflug hin und zurück weniger sind 1,6 Tonnen CO2. Ja, ich bin schuldig. Aber ich fahre so gut wie nie Auto. Also insofern gleicht sich das wieder ein bisschen aus. Aber was die größten Treibhausgase verursacht, sind Kinder, also zusätzliche Menschen. Ein Kind weniger zu haben, würde die CO2-Menge um 58,6 Tonnen pro Jahr reduzieren. Nein, ich will euch nicht sagen, dass ihr eure Kinder abschaffen sollt oder dass ihr keine haben sollt. Ich habe auch einen Sohn und ich bin froh, dass ich ihn habe und ich würde ihn um nichts in der Welt hergeben. Aber wenn man schon vier hat oder sechs, dann muss man vielleicht nicht noch ein fünftes beziehungsweise siebtes haben oder diese Familien mit 15 Kindern oder noch mehr. Das ist so ein bisschen verantwortungslos. Tut mir leid, wenn ich das sage. Kinder, ja, aber braucht man 15? Ja, manche sehen das als ihre Lebensaufgabe an, den Planeten zu bevölkern. Aber der Planet ist bevölkert und wir haben genug Menschen. Und vielleicht sollte man da mal ein bisschen auf die soziale Ebene wechseln. Ja, was uns vorgeworfen wird, den Fleischessern, ist das. Die Kühe verantwortlich sind für den Klimawandel, weil das Methan, das die rauspupsen bei ihrer Verdauung, unser Klima verändert. Aber es sind nicht die Kühe, sondern es sind eben diese Dinge, die großen Unternehmen, die Containerschiffe und die Menschen, also die pure Existenz dieser Masse an Menschen. Der Grund für die Propaganda ist klar, es geht um Geld und zwar um viel Geld. Die sagen natürlich nicht, Leute, ein Kind weniger wäre besser, weil Kinder sind ja Verbraucher und Verbraucher bringen Umsatz. Also man will sich ja nicht die künftigen Kunden reduzieren. Ne? Also geht man an das, was man verändern kann, ohne dass der Gewinn abnimmt. Man schließt sich zusammen in der sogenannten Eat Lancet Bewegung, Eat Lancet Commission. Die wurde 2013 gegründet durch die Tierrechtsaktivistin, das sagt schon alles, Gunhild Stordalen. Sie ist Gattin des Hotelbesitzers und Milliardärs Peter Stordalen. Frau Stordalen hat Sklerodermie und wenn sie ihre Ziele in die Tat umsetzt, dann tut sie sich damit selbst nichts Gutes, weil inzwischen herausgefunden wurde, dass man Autoimmunkrankheiten am besten mit einer tierischen Ernährung beikommen kann. Man kann sie vielleicht nicht heilen, aber man kann sie verbessern. Beispiele dafür gibt es zuhauf. Das betrifft auch die Pseudo-Autoimmunkrankheiten,
wie die Borreliose zum Beispiel. Ja, auch da könnte man etwas machen. Aber gut, das muss jeder selbst entscheiden, inwieweit das vertretbar ist, tierische Nahrung zu konsumieren. Ja, Big Agriculture ist auf den Zug aufgesprungen, also alle, die Getreide herstellen. Ja, die stellen es ja nicht her, die lassen es wachsen und ernten es dann, weil es neue Absatzmärkte gibt. Getreide und Pflanzenöle sind hoch subventionierte Produkte. Das heißt, die kosten die Hersteller so gut wie nichts, weil der Staat fleißig Geld da reinpumpt. Dann werden sie vermischt mit anderen wertlosen Nahrungsmitteln, in Anführungszeichen, und werden zu einer Nahrung verarbeitet. Und diese Nahrung, das haben wir ja schon, ne? Fertigprodukte, künstliches Fleisch, also veganer Fleischersatz, das ist ja alles schon aus diesen Produkten. Und das, wenn man sich da mal die Inhaltslisten anguckt, wird es einem da schon schlecht. Das muss man gar nicht gegessen haben. Und leider ist das für viele Menschen das, was die vegane Ernährung ausmacht, dieser Fleischersatz und diese ganzen Ersatzprodukte. Man will kein Fleisch essen, aber man isst Dinge, die so aussehen wie Fleisch, die so schmecken wie Fleisch und wo man sich einreden kann, es wäre Fleisch. Wäre es da nicht einfacher, einfach Fleisch zu essen? Tja, vielleicht haben wir ja noch nicht genug Fettleibige und vielleicht sind unsere Zivilisationserkrankungen, die vor allem die letzten 100 und vor noch mehr die letzten 50 Jahre in die Höhe geschossen sind, vielleicht haben wir noch nicht genug davon, ne? Zivilisationserkrankungen. Man beachte das Wort Zivilisation. Aha. Ja, diese neue Nahrung ist billig, überall erhältlich, hat ein ewig langes Shelf-Life, wie man im Englischen sagt. Also nicht wie Gemüse und Fleisch und frische Produkte, die nach ein paar Tagen verkauft sein müssen, weil man sie ansonsten entsorgen muss. Sondern diese Dinge halten sich Monate, Jahre, Jahrzehnte lang. Also im Prinzip kann man Kekse und so ein Zeugs ewig aufheben. Vielleicht ändert sich der Geschmack ein bisschen, aber essen kann man sie auch nach 10 Jahren noch. Und das ist das Ziel. Es gibt weniger Abfall, es gibt weniger, man ist nicht mehr gezwungen, die Dinge so schnell zu verkaufen. Es macht weniger Arbeit für die Hersteller. Mehr Umsatz, es macht weniger Arbeit für die Verbraucher, es geht schnell, es kostet nicht viel, es füllt den Magen. Was wollen wir mehr? Es ist eine Sklavennahrung. Ich hatte das auch schon mal erwähnt. Früher waren die Sklaven diejenigen, die Brot und Mehl, also Getreideprodukte bekamen und die Herrschaften, die Herren, die haben Fleisch gegessen. Das sagt ja auch schon wieder einiges. Ne? Die Empfehlung dieser Kommission ist ein Produkt der Kalorien, soll Fleisch sein. Das sind im Schnitt 7 Gramm pro Tag. 7 Gramm pro Tag. Das, auf meiner Waage kann ich 7 Gramm gar nicht abmessen, weil es zu wenig ist. 57% der Nahrung, der Kalorien pro Tag, soll aus Getreide, Zucker, Pflanzenölen und Soja bestehen. Das haben wir ja jetzt schon, ne? Fleischersatz. Und da kommt noch Geschmacksstoffe und Stabilisatoren und Emulgatoren und noch 57 andere Inhaltsstoffe, deren Namen man nicht aussprechen kann. Also es wird nicht besser. Der Gemüseanteil soll 3% betragen. Ja klar, Gemüse hält sich nicht so lange im Laden wie Fertigprodukte. Gemüse enthält schon weniger bioverfügbare Nährstoffe als zum Beispiel tierische Lebensmittel. Ja, liebe Veganer, das ist leider wirklich so. Aber Gemüse ist trotzdem noch um Längen, um Lichtjahre besser als dieser Schrott, den die uns jetzt andrehen wollen. Auch für Veganer oder gerade für Veganer, die ja sowieso im Großen und Ganzen alle unter einem Nährstoffmangel leiden, wenn sie nicht für Hunderte von Euro Nahrungsergänzungsmittel, Vitaminpillen, Mineralien etc., Spurenelemente einnehmen.
Es ist eine Garantie für ein metabolisches Desaster. Also der Stoffwechsel ist eh schon nicht mehr der stabilste und von nun an geht's bergab, wenn wir das mitmachen. Es ist ein bisschen so das Prinzip der, die Älteren unter euch, vor allem die, die im Militär waren, die erinnern sich vielleicht noch an den Ausdruck Panzerplatten. Ich war zwar nie im Militär, aber als ich Kind war, war ich mal bei einer Freundin, die zwei ältere Brüder hatte, die beide bei der Bundeswehr waren und die haben dann am Wochenende ihre Panzerplatten mit nach Hause gebracht, die sie unter der Woche nicht gegessen haben. Das sind Hartkekse aus ähnlichen Zutaten wie eben genannt und die sollen dafür sorgen, dass diese Soldaten nicht verhungern, wenn sie längere Zeit zum Beispiel abgeschnitten sind von der Truppe, Feldverpflegung, also im Ernstfall oder auch bei Manövern wird das testweise gemacht, dass die Soldaten eine Weile auf sich selbst gestellt sind und dann eben mit so einer Ernährung sich über Wasser halten müssen. Der Ansel Keys, der Vater der Ernährungsrichtlinien der 70er Jahre, hat die K-Rations erfunden. Das ist das gleiche wie Panzerplatten, Feldverpflegung und setzen sich auch so ähnlich zusammen. Und das zeigt ja schon, das waren die Vorläufer seiner Ernährungsempfehlungen und es geht alles in dieselbe Richtung. Diese Dinge sind alle billig herzustellen und halten ewig. Es ist Trockenfutter für Menschen. Manche gehen so weit zu sagen, Hundefutter für Menschen. Und ja, man stelle noch eine Schüssel mit Wasser daneben und der Mensch ist bestens versorgt, oder wie? Also, ich weiß nicht, ob ich darüber lachen soll oder ob einem da eher die Tränen kommen. Eine pflanzliche Ernährung kann gut sein, wenn sie ausgewogen ist, wenn sie naturbelassen ist, wenn sie frisch ist. Und wenn sie vernünftig zubereitet ist und wenn sie und wenn die Menschen Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpillen nehmen, weil nur pflanzliche Produkte, das haut auf die Dauer nicht hin. Aber dieses Tierfutter für Menschen, was da jetzt kommen soll, das sorgt natürlich für Kunden, für Big Food, Big Pharma, aber es verbessert nicht die Gesundheit und Gunhild Stordalen wird unter den ersten sein, die das zu spüren kriegen. Mit ihrer Sklerodermie. Ist keine lustige Geschichte. Ich habe eine frühere Klassenkameradin von mir, ist daran gestorben mit 49 und ich habe es nicht direkt miterlebt. Ich habe es nur gehört von anderen, weil ich keinen Kontakt mehr zu ihr hatte. Aber das ist eine ganz üble Krankheit und es ist, also ich glaube, auf diese Art und Weise sterben, das ist noch mal eine Strafe für sich selbst, ne? Ja, das Ziel der Ernährungsempfehlung der 70er Jahre war, die Kühe und andere Nutztiere von den Wiesen in Feedlots zu verbannen. Feedyards, das sind die eingezäunten Fressplätze für diese Tiere. Die haben da zwar noch ein bisschen Platz, aber nicht mehr so richtig viel. Und sie kriegen vor allem Mais und solche Dinge und Getreide zu fressen. Also auch nicht das, was eine Kuh normalerweise fressen würde, wenn sie könnte. Wie sie wollte. Es ist billiger. Es ist alles gut erreichbar, weil die Tiere direkt vor Ort sind und nicht irgendwo über die Pampa verstreut. Man kann sie relativ schnell wieder transportieren in die Schlachthöfe danach. Und ja, und in der Zwischenzeit wird das Land, was von den Tieren befreit wurde, für den Anbau von Mais und Getreide genutzt. Das dann zu billiger und minderwertiger Nahrung verarbeitet wird. Und was übrig ist, kriegen die Tiere zu fressen. Ist das nicht fein? Und das ist eine Formel, die eigentlich riesige Umsätze ohne Risiko garantiert. Ist kein Wunder, dass die das machen. Getreide, Soja, Zucker, vor allem Maiszucker, Isoglucose, High Fructose Corn Syrup, für die, die das kennen aus dem Amerikanischen, ist viel profitabler als Fleisch, Milch, Produkte, Eier und sogar profitabler als Obst und Gemüse. Mein Paradebeispiel habe ich schon ein paar Mal genannt, sind die Cornflakes, ne? So eine große Packung gibt es zu kaufen, kostet 5 Euro im Schnitt, vielleicht mehr, vielleicht was weniger, je nach Marke, ne? Man bezahlt ja den Namen mit. Und der Inhalt, der da drin ist, kostet weniger als die Pappe, die für die Verpackung verarbeitet wird. Das ist kein Witz. Auch Coca-Cola wird zwar nicht aus Mais hergestellt,
und aus, aber aus Zucker. Und da weiß man auch, weil wenn so eine Dose Coca-Cola, da ist die Dose teurer als der Inhalt in der Herstellung und im Einkauf. Nicht wahr? Also, viel Spaß beim Cola trinken. Es wird eine Alternativnahrung hergestellt und erzählt den Leuten, dass es gesund ist. Wenn die Leute anfangen, diese Empfehlungen zu hinterfragen, dann reduziert es den Gewinn, so wie gehabt jetzt mit den Empfehlungen der 70er Jahre. Und dann muss was Neues her. Und das ist das, was jetzt kommt. Im Prinzip ist es der alte Müll in neuen Verpackungen, im wahrsten Sinne des Wortes, für eine gute Gesundheit und den Planeten. Jo, genial daran ist, dass man noch nicht mal viel Geld für Werbung ausgeben muss, weil das machen die Veganer. Ja, guckt euch mal die Videos bei YouTube an, was da so empfohlen wird teilweise. Liebe Veganer, hört auf, Werbung zu machen für diese Unternehmen. Es ist eh schon unverantwortlich, was die machen, aber man muss das auch nicht auch noch unterstützen. Ja, gesundheitliche Konsequenzen, ne? Zivilisationskrankheiten, wie gesagt, es gibt genug warnende Beispiele. Ich möchte mal herauspicken, eine Krankheit, die bei uns weniger bekannt ist, aber dafür ist sie umso dramatischer. Sie führt zu Darmproblemen und zu dem sogenannten Volvulus, zu einer Darmverschlingung. Und diese führt zu einer extremen Verstopfung, zum Darmverschluss. Also der Darm verdreht sich in sich selber und verhindert dadurch, dass die Nahrung weiter transportiert werden kann. Interessant daran ist, dass die meisten Fälle mit dieser Krankheit in Asien, vor allem in Indien, am meisten in Südindien, aber auch in Peru und Bolivien, angeblich wegen der Höhenlage in diesen Ländern, die Menschen leben ja sehr hoch, über 2000 Höhenmeter, und das scheint oder soll angeblich dazu beitragen, dass diese Menschen diese Krankheit entwickeln. Aber auch in Ostafrika gibt es diese Krankheit und früher in Japan, wo die pflanzliche Ernährung aus, solange die pflanzliche Ernährung aus religiösen Gründen Buddhismus hauptsächlich empfohlen wurde. Und so eine Darmverschlingung kann zum Tod führen. Ihr könnt das mal googeln. Vulvulus heißt das. Ich war vor kurzem mit einem meiner Hunde beim Tierarzt. Und da kam eine Frau mit ihrem kleinen Hund im Arm und dem ging es gar nicht gut. Und es war also wirklich ein echter Notfall. Die haben den auch sofort dran genommen. Und als ich mit meinem Hund wieder rauskam, habe ich gesagt, und wie geht's dem Kleinen? Was ist mit dem? Darmverschlingung. Was fressen viele Hunde? Und was fressen viele Hunde ausschließlich? Trockenfutter. Guckt euch die Inhaltslisten an. Das ist der gleiche Scheiß, den sie uns jetzt verkaufen wollen. Und dann, wo hat mir die Dame, die da arbeitet, gesagt, das ist schon das zweite Mal, dass dieser Hund diese Darmverschlingung hat. Und wenn das nicht innerhalb von ein paar Stunden operiert wird, der war da schon im OP, dann stirbt er. Ne? Und das steht uns auch bevor, einigen von uns. Wir können uns darauf einstellen, die Nahrung wird billig, schmeckt gut und viele werden sie kaufen. Und wer jetzt schon übergewichtig ist oder andere gesundheitliche Probleme hat, der kann sich auf etwas gefasst machen. Was tun? Ich höre mich wieder an wie eine kaputte Schallplatte. Ihr könnt als Faustregel nehmen, wenn eure Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter etwas nicht als Lebensmittel erkennen würde auf den ersten Blick, dann ist es kein Lebensmittel und dann sollte man es dort lassen, wo man es entdeckt hat, nämlich in den Regalen der Supermärkte. Ansonsten naturbelassene Nahrung, frisch essen, Gemüse ist okay, Obst ist auch okay. Vielleicht sollte man wenigstens ein paar Eier und ein bisschen Fisch oder irgendwas dazu essen, der Vitamine wegen und der Mineralien wegen, wenn man schon kein Fleisch essen will. Ja, also vegetarisch geht noch, vegan ist nicht zu empfehlen. Ja, liebe Leute, was
was kann man da sagen? Gar nichts. Verbreitet die Nachricht, erzählt es euren Nachbarn, euren Freunden, euren Bekannten. Wenn ihr eine Website habt, dann informiert eure Follower und ja, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Das sind alles wunderbare Plattformen, um diese Informationen weiterzugeben. So, ja, das ist jetzt schon wieder nicht dieses Video, was ich eigentlich machen will, schon seit 3 Wochen. Das hat sich jetzt wieder dazwischen geschoben. Aber macht nichts, das ist ein wichtiges Thema und deswegen gebe ich das weiter und das nächste Thema kommt bestimmt. Ich danke euch wieder für euer Interesse, fürs Zusehen, fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag mit Schnee, wenn ihr den wollt. Und sag euch Tschüss und bis bald. Thank you.